Barakallahu fikum. Das heißt, wahrlich, die Wissenden fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt nicht, aber andere nicht. Das heißt aber, die Ersten, die meisten, die Allah fürchten, sind diejenigen, die wissen. Was wissen sie? Das geht nicht hier in Wissen in Fiqh und Wissen in Hadith und wie viele Hadithe du gelernt hast und wie viele Ayat. Nein, nein, nein. Das geht als allererstes. Diejenigen, die wissen, dass sie vor Allah stehen werden und dass Allah mit ihnen abrechnen wird. Und deshalb, weil sie Allah fürchten. Weil die dies im Kopf haben immer und im Herzen. Wir werden vor Allah stehen und Allah wird mit uns abrechnen. Das ist das Wissen. Und natürlich, wenn du mehr Wissen in der Religion hast, musste eigentlich dein Gottesfurcht stärker werden. Aber es kann sein auch, dass einige viel Wissen haben und Allah nicht fürchten. Das ist die Bedeutung. Das heißt nicht, dass die anderen Allah nicht fürchten.